Ich glaube, ich habe mir wirklich den dunkelsten Tag der ganzen Woche ausgesucht, um zu filmen. Ich sitze so nah wie nur irgendwie möglich am Fenster, um den einen Lichtstrahl einzufangen, den es gibt. Deswegen ist die Perspektive heute ein bisschen anders. Aber heute muss der Tag sein, an dem ich filme, denn heute habe ich endlich wieder meine Stimme zurück. Ich bin nach der Buchmesse und Berlin richtig krank geworden. Ich habe das Gefühl, alle sind danach richtig krank geworden und kurz dachte ich, ich bleibe verschont, aber nein. Ich lag die halbe Woche flach und deswegen dachte ich auch, es wird diese Woche kein Video geben. Aber es gibt ein Video und zwar dieses hier. Mein Lesemonat März war ein überschaubarer Lesemonat. Ich habe recht dicke Bücher gelesen. Ich habe aber das Gefühl, ich war auch sehr viel abgelenkt und bin nicht so viel dazu gekommen, so richtig in Bücher einzutauchen, vor allem in der zweiten Hälfte des Monats. Gelesen habe ich im März einen Liebesroman mal wieder, zwei literarische Romane und zwei Jugendfantasy-Romane. Und zwar, vielleicht habt ihr es mitbekommen, habe ich Anfang des Monats noch die Tintenreihe von Cornelia Funke beendet. Ich habe seit Anfang des Jahres alle vier Teile mittlerweile der Reihe gelesen, die ersten drei Teile nochmal gelesen, die seit meiner Kindheit und Jugend schon auf dem Markt waren. Und letztes Jahr ist ein neuer vierter Teil erschienen, den ich dann anschließend auch noch gelesen habe, zum ersten Mal gelesen habe, was sehr aufregend war. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne in diesen Vlog auch mal rein. Jedenfalls habe ich Anfang des Monats erst Tintentod, den dritten Teil, beendet. Den mochte ich, glaube ich, noch mal lieber als den zweiten Teil. Der hat echt noch mal viel Spaß gemacht, aber für die ausführliche Review schaut euch, wie gesagt, gerne einfach den Tinten-Vlog an, den ich gemacht habe. Und wozu ich vielleicht zwei, drei Sätze sage, einfach weil es eine relative Neuerscheinung ist, die Farbe der Rache. Der vierte Teil, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er kommen würde. Also das war eine ziemliche Überraschung für mich, als angekündigt wurde, dass es in der Tintenwelt nochmal weitergehen würde, dass es eine weitere Fortsetzung geben würde. Die Farbe der Rache setzt 5 Jahre später ein, also 5 Jahre nachdem Tintentod geendet ist. Falls ihr die Tintenreihe gelesen habt und euch für diesen neuen Teil interessiert, aber keine Lust oder keine Zeit habt, die ganze Reihe nochmal zu lesen, findet ihr übrigens hier hinten im Buch eine kleine Zusammenfassung davon, was bisher geschah, sodass ihr eigentlich auch direkt hiermit weitermachen könnt. Im Prinzip geht es in diesem Teil um einen Bösewicht, den wir schon aus den vorherigen Teilen kennen, der aber gerade noch so davongekommen ist und er kehrt jetzt zurück. Das Buch ist auch zum Teil aus seiner Perspektive geschildert. Und er möchte Rache nehmen. Wir begegnen hier einigen Figuren wieder, die wir aus den anderen Teilen schon kennen. Einige, die in den anderen Teilen sehr wichtig waren, spielen hier maximal eine Nebenrolle. Und es gibt ein paar neue Figuren. Auch hier spielt natürlich die Macht der Worte und die Magie der Worte eine große Rolle. Aber es geht auch zum Beispiel viel um die Magie von anderen Kunstformen. Zum Beispiel von Bildern, Musik und der Natur. Also im Großen und Ganzen fand ich dieses Buch wieder sehr magisch. Ich fand es leider zu kurz. Also ich hatte das Gefühl, es ging im Vergleich zu den anderen Teilen alles sehr, sehr, sehr schnell. Auch hier wieder ausführlichere Reviews findet ihr in dem Vlog. Und damit belasse ich es jetzt erstmal dabei. Als nächstes hat mich durch den März begleitet Hallo du Schöne von Anna Politano. Dieses Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Werner Löcher Lawrence. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich von diesem Buch schon im Vorhinein ganz, ganz viel erzählt habe, weil es einfach eine Neuerscheinung war, auf die ich mich so sehr gefreut habe. So viele Freundinnen von mir haben dieses Buch total geliebt und auch der Klappentext klang einfach wie für mich gemacht. In diesem Familienroman geht es um vier Schwestern. Das Buch ist angelehnt an den Klassiker Little Women, den ich ja auch erst Anfang dieses Jahres zum ersten Mal fertig gelesen habe. Die vier Padawano-Schwestern sind nicht nur Schwestern, sondern auch beste Freundinnen, ein Herz und eine Seele und
Schließlich nehmen sie William in ihre Familie auf. William heiratet nämlich schon in sehr jungen Jahren Julia. Und dann geht es im Prinzip um die Jahrzehnte, die darauf folgen, um Familie, um unterschiedliche Formen der Liebe. Es geht aber auch um Freundschaft, um Leben, um Schicksalsschläge und was gegebenenfalls passieren kann, um einen so starken Schwesternbund brüchig zu machen. Ich habe sehr, sehr, sehr große Erwartungen gehabt. Und dann ist was passiert, was ich von diesem Buch absolut nicht erwartet hätte, weil zu mir alle Leute gesagt haben, das Buch ist so emotional, man fühlt so viel mit, die Figuren fühlen sich irgendwann an wie Freundinnen und Freunde, die man nicht mehr loslassen will. Aber ich hatte das Gefühl, dass diese Figuren nie greifbar für mich wurden. Ich habe das Gefühl gehabt, ich schaue von ganz weit weg zu und tauche nie wirklich in diese Geschichte ein. Und das lag, glaube ich, vor allem am Erzählstil. Also es wurden total oft viele Jahre in ganz wenige Seiten zusammengefasst, was ich irgendwie auch ein bisschen kurios finde, weil das Buch relativ dick ist und ich mich jetzt rückblickend frage, wofür wurden diese ganzen Seiten benutzt, wenn teilweise so viele Jahre und so viele wichtige Momente so schnell und kurz abgehandelt wurden. Ich hatte das Gefühl, dass das Buch ganz viel Tell macht und nicht Show. Also man sagt ja mal Show, don't tell, und ich hatte das Gefühl, in diesem Buch ist es andersrum. Es gab trotzdem Figuren, die ich spannend fand, zum Beispiel William und Sylvie und später auch Alice, die noch dazu kommt. Aber es gab wieder andere Figuren, auch unter den Schwestern, die für mich bis zum Schluss total blass blieben. Ich konnte teilweise die Handlungen nicht nachvollziehen, ich konnte teilweise die tiefen Emotionen nicht nachvollziehen. Für mich wirkt es einfach erzählerisch nicht überzeugend. Vielleicht waren auch meine Erwartungen zu hoch. Ich bin ganz traurig und erschüttert, weil ich wirklich das Potenzial in dieser Geschichte an sich total sehe, aber die Umsetzung hat mich einfach nicht gekriegt. Ich habe auch das Gefühl, dass ich ein bisschen alleine damit bin, weil alle anderen dieses Buch die ganze Zeit total lieben und feiern und hypen und sagen, es hat sie so emotional gemacht, aber ich hatte das einfach nicht, außer am Ende. Das Ende hat mich dann schon nochmal ein bisschen gekriegt, emotional gemacht, mitgerissen, aber da hatte ich auch das Gefühl, ganz am Schluss bin ich jetzt das erste Mal so richtig im Geschehen drin, aber das war halt einfach viel zu spät. So richtig überzeugt hat es mich einfach leider nicht. Dann habe ich ein E-Book gelesen. Ich wollte nämlich unbedingt mal wieder eine Romance-Story lesen, die keine toxischen Beziehungsmuster glorifiziert, und da hatte ich euch auf Instagram mal gefragt, was ihr mir so empfehlen könnt. Ganz viele hatten Beth O'Leary empfohlen und dann habe ich von der Autorin mal The Flatshare ausprobiert. Ich habe das Buch auf Englisch gelesen. Den deutschen Titel weiß ich gerade nicht, aber den blende ich euch nochmal hier ein. Und dieses Buch habe ich mit einem sehr skeptischen Gefühl begonnen. Ich hatte erstmal kurz Probleme, mich auf dieses Konzept einzulassen, dass zwei Menschen zusammenziehen, sich ein Bett teilen, aber über Monate hinweg kein einziges Mal sehen. Also das Buch beginnt so, dass die Protagonistin Tiffy unbedingt eine neue Wohnung braucht, weil sie sich von ihrem Ex-Freund Justin getrennt hat und bei ihm ausziehen möchte, während Leon gerade eine Untermieterin, einen Untermieter sucht, der oder die mit ihm zusammen in der Wohnung lebt, aber eben auch das Bett teilt. Leon ist nämlich ein Krankenpfleger, der nur nachts arbeitet. Das heißt, er braucht das Bett und die Wohnung nur tagsüber zum Schlafen, und eine Person mit einem konventionelleren Tagesablauf, die nachts schläft und tagsüber arbeitet, kann dann eben in der restlichen Zeit ganz normal diese Wohnung nutzen. Das war die Grundidee und da bin ich irgendwie noch mitgegangen, aber Leons Freundin, Leons Partnerin, hat Tiffy als Mitbewohnerin gecastet und wollte unbedingt verhindern, dass Leon und Tiffy sich jemals in echt sehen. Das heißt, Tiffy ist da eingezogen und hat sich mit diesem Mann eine Wohnung und ein Bett geteilt, ohne ihn jemals gesehen zu haben. Sie hat nur seine Freundin gesehen und Leon hat Tiffy auch nicht gesehen, was ich total absurd finde. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das sonderlich viele Leute machen würden. Und was ich mir dann noch weniger vorstellen konnte, ist, dass
Monate vergehen und sie sich nie sehen? Sind sie nicht neugierig? Verschläft nicht mal jemand aus Versehen? Ist nicht mal jemand krank oder so und kann nicht zur Arbeit gehen? Ich weiß es nicht. Also zusammenfassend kann man sagen, ich war wirklich sehr, sehr, sehr skeptisch, was dieses Konzept betrifft. Vor allem, weil das wirklich lang so gezogen wurde, obwohl sich die Leben von Tiffy und Leon sehr krass ineinander verweben, bis sie sich zum ersten Mal sehen. Mehr sage ich nicht, ich will ja nicht spoilern. Und dann weiß ich nicht, was das Buch gemacht hat. Vielleicht hat es die Figuren einfach toll erzählt, vielleicht hat es die Beziehung und die Chemie der beiden Figuren total gut gezeigt, aber ich habe meine ganze Skepsis hinter mir gelassen und hatte einfach nur eine richtig schöne Zeit mit diesem Buch. Ich fand es irgendwie total süß, wie die beiden dann angefangen haben, über Notizen, die sie sich in der Wohnung hinterlassen, zu kommunizieren. Ich fand es toll, dass das Buch nicht nur diese Liebesgeschichte erzählt hat, sondern auch andere wichtige Themen auf sehr gelungene Weise, finde ich, mit einbezogen hat. Zum Beispiel toxische Beziehungen, aber kritisch betrachtet. Trauma, vor allem Trauma von emotionalem Missbrauch. Und noch ein paar andere Themen, die ich, glaube ich, jetzt nicht nenne, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Jedenfalls war es wirklich mal eine süße, erfrischende Love Story. Also nichts Weltbewegendes, nichts, was mich noch lange intensiv beschäftigen wird, aber etwas, das mich sehr gut unterhalten hat, sehr gut abgelenkt hat und sehr schön entspannt hat. Und das ist alles, was ich mir von diesem Buch gewünscht habe, plus, dass die Beziehung einfach schön und wholesome ist. Und das ist sie auf jeden Fall. Der Stil, über den musste ich auch ein bisschen hinwegsehen. Tiffys Kapitel, also es wird aus beiden Perspektiven, aus Tiffys und aus Leons Perspektive erzählt. Tiffys Kapitel sind absolut in Ordnung, aber Leons Kapitel haben den Versuch angestellt, ihm eine andere Erzählstimme zu geben, was ja an sich sehr, sehr gut ist. Aber ich musste mich da erstmal dran gewöhnen. Die wirkten irgendwie ja fast wie so Notizen, Listen, unvollständige Sätze, ich weiß es nicht. Irgendwann habe ich mich dran gewöhnt. Aber ja, vielleicht, falls euch das auch als Hindernis am Anfang des Buches vorkommt, lest weiter, probiert es aus. Die Story ist wirklich ganz süß. Wir haben auch schon unser letztes Buch. Ich bin ganz verwirrt, so schnell geht das eigentlich nie. Bevor ich euch von diesem Buch erzähle, gebe ich euch noch ein paar kleine Updates zu Büchern, die ich angefangen und noch nicht beendet habe. Heartland von Benedict Wells. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch noch darauf wartet, dass ich jemals eine Review dazu teile, weil ich lese dieses Buch wirklich schon seit letzten Sommer. Ich habe das nämlich zusammen mit Patrick angefangen und wir lesen uns das immer vor, aber wir haben das einfach so oft vergessen zwischendurch oder hatten keine Ruhe, keine Zeit. Wir sind aber jetzt wieder richtig im Flow endlich und wir sind fast fertig. Ich glaube, wir haben wirklich nur noch ein oder zwei Kapitel, wenige Seiten. Ich hatte gehofft, dass ich das Buch in dieses Video schon integrieren kann, aber im nächsten Lesemonat. Dieses Versprechen kann ich euch jetzt wirklich offiziell geben. Außerdem habe ich zwei Hörbücher angefangen. Das erste ist Good Material von Dolly Alderton. Das hat auch im Deutschen einen anderen Titel, der mir gerade nicht einfällt, aber den blende ich euch auch ein. Mit dem Hörbuch komme ich irgendwie ein bisschen langsamer voran als erwartet. Und dann habe ich angefangen, Geordnete Verhältnisse von Lana Lux, dass ich sehr, sehr schnell höre gerade, weil ich das wirklich sehr toll finde. Man kann da wirklich kaum aufhören zuzuhören, also zumindest geht es mir so. Aber ich bin noch nicht fertig, deswegen zu all diesen Büchern im nächsten Lesemonat Updates und Reviews. Und jetzt kommen wir zum letzten Buch, das ich im März auch wirklich beendet habe. Was eigentlich ehrlich gesagt auch nicht so stimmt. Ich habe die letzten Seiten Anfang April erst gelesen, aber den Großteil des Buches habe ich im März gelesen und es ist unser März-Buchclub-Buch und deswegen gehört das Buch definitiv in dieses Video. Zeitzuflucht von Georgi Gospodinov, das Buch, das den International Booker Prize 2023 gewonnen hat und außerdem unsere Abstimmung im Juniverse Book Club. Welcher Preis ehrt mehr? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich entschuldige mich übrigens im Voraus dafür, dass diese Tabs hier teilweise so weit rausstehen,
Das habe ich absichtlich gemacht, weil ich diese Stellen vorm Livestream, der heute Abend stattfindet, nochmal genauer anschauen möchte. Und danach korrigiere ich das. Ich mag das nämlich auch gar nicht, wenn die so rausstehen. Also ich mag das auch, wenn es so ganz ordentlich ist und alles ästhetisch ein bisschen ansprechender. Was wir vom Klappentext erfahren, ist, dass es in diesem Buch eine Klinik für Vergangenheit gibt. Diese Klinik wird für Menschen errichtet, die an Alzheimer erkranken. So können sie sich dann in ihre Erinnerungen, die sie noch haben, in ihre Vergangenheit zurückflüchten, um dort ein glückliches Leben zu führen. Schließlich erfahren immer mehr Menschen von dieser Klinik, möchten in ihre Vergangenheit zurückreisen und sich dorthin flüchten, auch wenn sie nicht krank sind. Und letztendlich interessieren sich ganze Länder für diese Idee und möchten in frühere Zeiten zurückkehren. Hier heißt es schon, ein hochpolitischer Roman, was definitiv so ist, durchzogen von Verspieltheit und dunklem Witz, was auch definitiv so ist. Aber irgendwie hatte ich mir einfach was komplett anderes vorgestellt. Ich muss meine Notizen raussuchen für dieses Buch. Ich kann nicht. Ich kann nicht aus dem Kopf. It's too much. Ich muss sagen, es ist ein sehr anspruchsvolles Buch und manchmal fand ich es schwierig, dem Buch zu folgen. Und ich dachte schon, dass es vielleicht an mir liegt, dass ich nicht gut genug aufpasse oder einfach nicht klug genug bin, um all den Windungen und Wirrungen dieses Romans zu folgen. Aber wir haben im Epilog eine sehr eindeutige Erklärung dafür, dass genau diese Art von Leseerfahrung intendiert wurde. Romane und Erzählungen geben einen trügerischen Trost von Abfolge und Form. Angeblich hält jemand alle Fäden der Handlung in der Hand, erkennt die Abfolge und Auflösung, welche Szene nach welcher kommt. Das wirklich mutige Buch, mutig und untröstlich zugleich, wäre das, in dem alle Geschichten, ob sie passiert sind oder nicht, um uns herum im Urchaos schwimmen, schreien und flüstern, flehen und kichern, sich begegnen und in der Dunkelheit aneinander vorbeigehen. Also wenn ihr vorhabt, dieses Buch zu lesen, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man das schon im Hinterkopf hat und sich einfach darauf einlässt, dass es wild wird, dass es chaotisch wird, dass es experimentell wird und dass man nicht immer so ganz genau weiß, was gerade abgeht. Es ist definitiv ein sehr philosophisches Buch und es ist ein Buch voller Ideen und das hat mir gut gefallen. Ich habe sehr viel aus diesem Buch mitgenommen, worüber ich nachdenken möchte, sehr viele Gedankenanstöße bekommen, sehr viele Ideen bekommen. Was uns dieses Buch im Grunde zeigt, ist, wie schnell eine ganze Gesellschaft quasi dement werden kann, den Sinn für die eigene Vergangenheit und auch für die Zukunft verlieren kann und wie schnell sich eine ganze Gesellschaft von einer vermeintlich strahlenden Vergangenheit blenden lässt, wie schnell Vergangenes romantisiert und glorifiziert wird und wieso Nostalgie dadurch auch etwas sehr Gefährliches werden kann. Dadurch werden aktuelle politische Zustände in vielen verschiedenen Ländern Europas aufgegriffen und diskutiert und eben ja, thematisiert, wie Populisten genau diese Narrative verwenden und versuchen den Leuten eine strahlende Vergangenheit, zu der man zurück will, zu verkaufen und ja, immer wieder predigen, früher war alles besser. In diesem Buch wird genau diese Thematik und diese Gefahr dystopisch zugespitzt und führt einen dadurch schon ziemlich, ziemlich krass vor Augen, was auch in der Realität politisch eigentlich schon passiert. Und das fand ich großartig, wenn ich darüber spreche, werde ich fast ein bisschen emotional, kriege einen Kloß im Hals. Es war einfach schon sehr, sehr hart und sehr erschreckend und man konnte vieles auf aktuelle, reale Tendenzen übertragen. Aber dadurch, dass dieses Buch auch so experimentell geschrieben ist und so viel auch stilistisch ausprobiert und immer wieder hin und her springt, gab es doch immer etwas, das mir und meinen Emotionen im Weg stand. Ich hatte das Gefühl, mir hat diese stark menschliche, emotionale Ebene gefehlt. Es gab keine Figur, mit der ich connecten konnte. Sehr stark hat mich das Buch erinnert in all diesen Ansätzen und Ideen und Herangehensweisen an die Stadt der Blinden von José Saramago. Dieses Buch war bisher mein absolutes Jahreshighlight und ich glaube, ich habe vieles im Lesemonat dazu
so ähnlich geschildert wie bei Zeitzuflucht. Aber ich finde, dass all das bei Die Stadt der Blinden irgendwie rein erzähltechnisch für mich überzeugender gemacht wurde. Also mich hat das irgendwie mehr gekriegt, mich hat es auch emotional mehr gekriegt, mehr berührt, mehr erschüttert, mehr erschreckt. Dieses Buch ist auch ein sehr gutes, interessantes Buch. Ich verstehe, wieso sich die Jury für dieses Buch, für den International Booker Prize letztes Jahr entschieden hat. Aber der letzte Funken ist bei mir hier nicht übergesprungen. Und im April lesen wir ein Buch, das ich gerade nicht da habe, aber kurz für euch hole. Lady Oracle von Margaret Atwood. Ich habe von Margaret Atwood gelesen alias Grace und ich habe gelesen Report der Markt. Und beide Bücher fand ich grandios. Das ist ein etwas früheres Werk der Autorin, ich glaube in den 70ern erschien. Ich lese euch kurz den Klappentext vor, vielleicht habt ihr Lust mitzulesen. Als Kind wegen ihres unglaublichen Übergewichts gehänselt und von der eigenen Mutter abgelehnt, findet Joan Foster in ihrer ebenso dicken wie skurrilen Tante Lou eine Verbündete. Als diese stirbt, hinterlässt sie Joan ein Vermögen. Doch der Anspruch auf das Erbe ist an eine Bedingung geknüpft. Joan muss 40 Kilo abnehmen, um in den Genuss des Geldes zu kommen. Mit gewohnt spitzer Feder setzt Margaret Atwood in Lady Oracle zu einem Rundumschlag gegen menschliche Schwächen an und entwirft wie nebenbei das Porträt einer ganz und gar ungewöhnlichen Frau auf der Suche nach ihrer Identität. Wenn ihr mögt, lest gerne mit. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, das war's mit meinem Lesemonat März. Wenn ihr Lust habt, erzählt mir gerne in den Kommentaren, welche Bücher ihr im März so gelesen habt, ob ihr vielleicht ein richtiges Highlight hattet, ob ihr einen richtigen Flop hattet, wie eure Reading Mood allgemein war. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht's euch gemütlich und schön und lest noch ein paar Seiten, wenn ihr könnt. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin!